Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Partizipation im Zeitalter der Migration ist das Thema, das mir vorgegeben worden ist. Und ich werde jetzt nicht, wie das vorgesehen ist, für nachher viele konkrete Vorschläge machen, sondern ich bewege mich eher auf einer allgemeinen Ebene, will ein paar grundsätzliche Überlegungen anstellen und mache das in 4 Schritten. Ich sage etwas zu den historischen Voraussetzungen, etwas zu den strukturellen Ebenen der Partizipation, bürgerliche, politische, soziale Ebene, etwas zu den räumlichen Ebenen der Partizipation und versuche dann daraus ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen verstehen wir eigentlich meist als Vorrecht der Bürgerinnen und Bürger eines Staates. Und die Rechte eines Bürgers, einer Bürgerin, die Bürgerrechte, die verbinden wir auch automatisch eben mit dem Nationalstaat. Das sind wir gewohnt. Denn das hat die moderne Gesellschaft geprägt, das Bild eines Staates, das einen Bürgerinnen und Bürgern Rechte und Pflichten gibt und damit verbunden eben auch die Fähigkeit überhaupt zu bestimmen, wer Bürgerin oder Bürger ist. Das heißt erstens einmal die Fähigkeit, Grenzen zu schließen oder zu kontrollieren, denn man muss wissen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Es ist für uns heute kaum mehr vorstellbar, dass vor ziemlich genau 100 Jahren zum Beispiel die Grenzen hier um Basel rum absolut offen waren. Da gab es keine Grenzkontrollen, da gab es keine Fragen, wenn man das Land wechselte. Die Leute arbeiteten hüben und drüben, lebten hüben und drüben und haben auch über die Grenze hinweg geheiratet. Schaut man die Geschichte der modernen Nationalstaaten an, sieht man, dass zu dieser Fähigkeit, die Grenzen zu kontrollieren, eine zweite kommt, die ganz wichtig ist für das heutige Verständnis der Partizipation, nämlich die Sesshaftigkeit. Die Sesshaftigkeit mit diesem Traum, an einem bestimmten Ort, meist dann ein bisschen arabisiert, als Heimat zu wohnen und eben sein Leben zu verbringen. Diese Idee der Sesshaftigkeit kam nicht zuletzt eben wegen den Turbulenzen der Industrialisierung und Urbanisierung, die sehr viele Menschen in Bewegung gesetzt hat, aber auch aus dem Bedürfnis des Staates eben, die Bürger zu kontrollieren. Wenn man Steuern eintreiben wollte, musste man wissen, wo die Leute leben, wenn man sie aufbieten wollte für den Militärdienst oder eben auch, wenn man ihnen Rechte geben wollte, die sie an einem bestimmten Ort ausüben können, dann war das gebunden an einen Wohnort, an eine Adresse und alles, was uns heute so selbstverständlich ist, Personalausweise, Pässe, Heimatscheine, das Eröffnen der ganzen Einwohnermelderegister, das sind Elemente der modernen Staatlichkeit, die an vielen Orten erst seit gut 100 Jahren überhaupt greifen. Was wir dabei vergessen ist, dass historisch gesehen die Partizipation viel mehr an Städte gebunden ist als an Staaten. Demokratische Beteiligung ist eine Erfindung der griechischen Polis, der griechischen Städte, die damals aber im großen Teil natürlich auch als Staaten, aber eben nicht als Nationalstaaten verfasst waren. Das gilt aber nicht nur für die Antike, das gilt auch für das Mittelalter. Die ersten Leute, die partizipieren konnten, waren Stadtbürger. Sie alle kennen den Ausdruck Stadtluft macht frei, weil dort eben ein anderes Regime herrschte, wo nicht irgendein Fürst bestimmte, sondern die Bürger, Bürgerinnen etwas weniger, aber zum Teil mehr als lange Zeit später, muss man auch sagen, ihre Rechte und ihre Pflichten selbst bestimmen konnten. Und es ist für die Entwicklung der modernen Gesellschaft, ist eigentlich nicht vorstellbar, ohne diese Rolle der Städte ab dem Mittelalter in der frühen Neuzeit. Die Aufklärung, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung sind ganz stark aus diesen Zentren eben demokratischer Partizipation hervorgegangen. Ein zweiter Punkt, was wir wirklich auch vielleicht in unserem historischen Bild etwas einseitig sehen, wir gehen immer von, wie ich schon gesagt habe, von sesshaften Gesellschaften aus. Die Geschichtsschreibung der modernen Nationalstaaten hat dieses Idealbild geprägt. Schaut man aber in der Geschichte hin, merkt man, dass schon immer sehr viele Menschen unterwegs waren. Die waren mobil, die sind vielleicht nicht immer in einem heutigen Sinne migriert, aber die waren unterwegs. Die einen durch Armut, dann durch Vertreibung natürlich, auch durch Katastrophen und Kriege, aber ganz viele auch von Berufes wegen
Handwerker sind lange Zeit durch ganz Europa gezogen in ihren Ausbildungsjahren, aber viele auch, weil ihr Beruf eben ein Ambulanter war, den sie von Ort zu Ort ausgeübt haben. Sie haben die Söldner und sie haben die Heiler, die Mönche, die Kreuzfahrer. Und spannend ist auch, dass die Berufsgruppen, die später diesen modernen, bürgerlichen, sesshaften Staat gegründet haben, ihre Basis eigentlich zum großen Teil ab dem späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit auch mobil gebaut haben, nämlich die Händler und Kaufleute einerseits. Damals konnte man noch nicht einen Geldbetrag elektronisch überweisen. Da waren auch die Bankiers immer unterwegs sozusagen auf Achse. Und die Studierenden und Gelehrten ebenfalls, die sind europaweit von Universität zu Universität gezogen. Also das heißt, Städte ohne Mobilität und Migration hat es eigentlich gar nie gegeben, vor allem Städte nicht. Basel hatte letztes Jahr die Ausstellung Magnet Basel, wo man das für das 20. Jahrhundert wunderbar sehen konnte, dass da das ganze Jahrhundert über ein intensives Kommen und Gehen ist. Man könnte das für frühere Epochen genauso gut aufzeigen. Schauen wir uns die Ebene der Partizipation einmal an. Die meisten Leute denken primär mal an die Rechte, aber nicht an die Pflichten. Aber Partizipation beinhaltet immer beides. Und meist denken wir nur eben an die Partizipation durch Mitgliedschaft, also eben staatliche Zugehörigkeit, politische Partizipation. Aber in modernen Gesellschaften partizipiert man auf sehr unterschiedliche Weise. Und die Idee des modernen Nationalstaates und vor allem dann des sich daraus entwickelnden Sozialstaates baut immer auf einer Trias von Rechten auf, nämlich auf den bürgerlichen Rechten, also das, was dann in der Verfassung verankert wurde, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Medienfreiheit und so weiter, die politischen Rechte und, was immer stärker dazu kam, die sozialen Rechte. Und seit dem Beginn des modernen Sozialstaates macht diese Trias eigentlich die moderne staatliche Zugehörigkeit aus. Diese Elemente waren immer gedacht für die Bürgerinnen und Bürger des modernen Sozial- und Nationalstaates. Heute verlaufen die Trennlinien aber ganz anders. Die politischen Rechte gehören noch immer den Staatsbürgerinnen und Bürgern. Die bürgerlichen Rechte sind eigentlich zu einem großen Teil zu universell geschützten Menschenrechten geworden, die gehören allen, völlig unabhängig vom Status, den man in einem Land hat. Und die werden deshalb heute auch nicht nur einfach durch die Verfassungen garantiert, sondern durch viele völkerrechtliche Vereinbarungen. Und das dritte Recht, die Sozialrechte, die sind heute eigentlich gebunden an einen bestimmten Aufenthaltsstatus. Sie haben einen bestimmten A, B, C, wie viele Ausweise gibt es in der Schweiz, eine ganze Reihe. Wenn Sie diesen Status haben, haben Sie sozialen Rechte, das heißt, Sie haben Anspruch auf AHV, auf die Pensionskasse, Krankenkasse, Versicherung, Arbeitslosenunterstützung und so weiter. Und das heißt, wir haben Rechte, die ursprünglich für die eine Gruppe geschaffen wurden, heute aufgelöst in verschiedene Gruppen. Und insbesondere diese dritte Gruppe der sozialen Rechte ist spannend, weil eigentlich ist es ja nicht ganz nachvollziehbar, dass die Leute, die ihr Leben arbeiten, einzahlen, auch die entsprechenden Rechte haben, auf anderen Ebenen nicht partizipieren dürfen. Deshalb nennt man sie in der Literatur im Englischen auch häufig Denison. Das steht für Denied Citizenship, also das sind diejenigen, die das Staatsbürgerrecht eben nicht bekommen haben. Im Deutschen spricht man auch ab und zu von Wohnbürgern. Gleichzeitig ist es aber so, dass all die politischen Entscheidungen im Sozialbereich, also wenn wir jetzt über die AHV oder die Pensionskasse diskutieren, die werden von den Staatsbürgern getroffen. Und viele, die davon betroffen sind, haben nicht mitzureden. Und die Zahl dieser Gruppe wächst eigentlich in allen westlichen Staaten. Und das heißt, dass hier langfristig wahrscheinlich auch ein Zustand eintritt, der nicht funktionieren kann, weil diese Ebenen eben nicht zusammenpassen. Wir sind also heute mit Rechten ausgestattet aus verschiedenen Ebenen, die nicht zusammenpassen. Wir betonen, wir haben es gehört im Einführungsgrußwort von Herrn Regierungsrat Dürr, die staatsbürgerliche Zugehörigkeit sehr stark mit der Einbürgerung. Das ist eigentlich das zentrale Credo. Wir haben gestern in den Medien gelesen, dass wenn man nicht weiß, dass Raclette ein
eine regionale Spezialität ist, dass das bei der Einbürgerung Folge haben kann. Also wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir haben daneben die globale Ebene der bürgerlichen Grundrechte und wir vernachlässigen in dieser Diskussion aber etwas die sozialen Rechte. Die sind in dieser ganzen Migrationsdiskussion und Partizipationsdiskussion eigentlich gar nicht so wichtig. Ich würde aber behaupten, sie beinhalten die größte Sprengkraft. Denn ich glaube, es ist nicht primär das politische Recht, das die Leute anzieht, um in die westlichen Sozialstaaten zu kommen, sondern es ist eben neben der Fähigkeit, hier zu arbeiten, die Einbettung in ein soziales System, das einem bestimmte Sicherheiten, bestimmte Rechte gibt, die man dann eben in anderen Ländern nicht hat. Und wenn wir die Geschichte von Migration und Sozialstaat anschauen, stellen wir fest, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts hier eine ganz spannende Entwicklung passiert. Je stärker die Sozialrechte ausgebaut werden, desto eingrenzender wird der Nationalstaat. Und das ist eigentlich auch verständlich, denn wenn man den Bürgern und Bürgerinnen immer mehr Rechte gibt, in irgendeinem bestimmten Bereich, dann muss man auch immer genauer bestimmen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer hat das Recht, wer hat das Recht nicht. Das heißt, im Laufe des 20. Jahrhunderts kann man ziemlich gut aufzeigen, wie mit jedem Ausbau des Sozialstaates auch Grenzkontrollen, Einreisekontrollen, Aufenthaltskontrollen zunehmen. Das ist die eine Folge. Die andere Folge erleben wir, glaube ich, momentan in vielen westlichen Staaten in der politischen Diskussion. Nämlich in der Tatsache, dass diejenigen, die sozialen Rechte primär erkämpft haben, nämlich die Arbeiterschaft, sich im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte zunehmend von der Linken abgewendet haben und sie haben sich Parteien zugewendet, die eher migrationsskeptisch bis feindlich sind. Und das kommt wahrscheinlich aus dieser Angst heraus, diese Gruppe hat die Rechte erkämpft und befürchtet heute, das ist zumindest eine Argumentation, befürchtet heute, dass sie diese Rechte eben verlieren könnte, dass diese Rechte verloren gehen könnte an Gruppen, die eben eigentlich nicht dazugehören, weil sie eben keine Staatsbürger, keine Staatsbürgerinnen sind. Also wir erleben hier auf dieser sozialen Ebene einen Wandel, der dann die Politik in den westlichen Staaten, würde ich jetzt mal sagen, sehr stark beeinflusst in den letzten Jahren und wir müssen das wahrscheinlich in die Diskussion auch stärker einbeziehen. Schauen wir die räumliche Ebene an. Sie alle kennen die globale Dynamik, in der wir drinstecken, die Machtverhältnisse verändert. Die Nationalstaaten verlieren an Macht, sie verlieren an Macht gegenüber der Wirtschaft. Heute haben bestimmte Firmen ein größeres Vermögen als Nationalstaaten haben, einen größeren Umsatz als Nationalstaaten haben. Interessanterweise verlieren sie aber nicht nur Macht gegenüber quasi in einer globalen Perspektive, in einer globalen wirtschaftlichen Perspektive, sondern sie verlieren auch Macht gegenüber den Städten. Denn heute sind vor allem die großen, die Global Cities, sind derart stark und dominant geworden, dass sie quasi über die Staaten hinweg kommunizieren können, miteinander agieren können, untereinander Austausch pflegen sozusagen, ohne dass die staatlichen Behörden hier in vielen Fällen noch sehr viel dazu beitragen können oder noch sehr viel zu sagen haben. Und gerade in diesen Städten leben besonders viele Menschen ohne die klassischen Partizipationsrechte. Also Genf hat jetzt gerade 49,67% Ausländer. Das heißt, in Kürze werden wir auch in der Schweiz eine Stadt haben, in der die Mehrheit der Menschen, die dort wohnen, keine klassischen politischen Rechte mehr hat und für die Stadt stellt sich natürlich immer die Frage, was heißt das für die Regierbarkeit einer solchen Stadt? Was heißt das für den sozialen Frieden? Was heißt das für die Planung der Zukunft? Müsste es nicht im Interesse der Städte sein, die hier Lebenden und Arbeiten möglichst intensiv einzubeziehen oder eben partizipieren zu lassen? In der Fachdiskussion spricht man deshalb heute häufig von einer Multi-Layered Citizenship auf Englisch, eine vielschichtige Bürgerschaft, weil die sich eben nicht mehr auf den Staat begrenzen kann. Es gibt lokale, regionale, substaatliche, staatliche oder eben suprastaatliche Aspekte. Der Nationalstaat allein reicht immer weniger aus für eine Partizipationsdebatte, die den heutigen Gegebenheiten entspricht. Aber was heißt eigentlich Partizipation?
Wenn man das bei den Migranten und Migrantinnen anschaut, kann man davon ausgehen, die wandern ja nicht aus, sondern in einem anderen Land ein, um dort abseits zu stehen. Die wollen sich etwas aufbauen, ein neues Leben aufbauen. Und zu diesem Aufbau gehört auch die gesellschaftliche Teilhabe, die aus sehr vielen Facetten besteht. Im Französischen gibt es einen sehr schönen Ausdruck dafür, Citoyenneté. Im Deutschen kann man das fast nicht übersetzen, weil bei uns sofort immer das Nationale mitklingt. Es ist ein Citoyen oder eine Citoyenne, das sind nicht einfach Personen, die zufällig Bürger oder Bürgerinnen eines Landes sind, sondern das sind Menschen, die sich kümmern um gesellschaftliche Belange. Das heißt, in dieser Sicht wird die Gesellschaft getragen von Menschen, die sich engagieren und die damit sozusagen den Staat erst ausmachen. Citoyenneté ist eine Form der Partizipation, die also nicht an einen besonderen legalen Status gebunden sein muss. Vielmehr übernimmt jeder im Rahmen der Legalität ein ganzes Spektrum der Rechte und Handlungsmöglichkeiten für sich in Anspruch. Wir merken das auch in der politischen Diskussion, dass das in der französischen Tradition sehr viel stärker ist, weil praktisch alle Westschweizer Kantone haben die Mitsprache den Nichtbürger und Bürgerinnen auf lokaler Ebene, einzelne auch auf kantonaler Ebene, während das in der Deutschschweiz nur in ganz wenigen Kantonen auf lokaler Ebene möglich ist. Aber es geht auch nicht einfach eben um das Stimm- und Wahlrecht. Ein Citoyen ist nicht einfach eine Person, die zur Urne geht. Man kann sich auf sehr vielfältige Art und Weise um seine Mitwelt kümmern. Wir wissen aber, dass politisches Engagement nicht einfach vom Himmel fällt. Das wird ausgelöst durch vielfältige Erfahrungen, durch die Diskussionen zu Hause am Esstisch, durch staatspolitische Diskussionen in der Schule. Das kommt heute meiner Meinung nach in der Bildung etwas zu kurz. Oder eben durch ganz konkrete Ereignisse, die gerade für junge Menschen ganz entscheidend sind, dass sie sich beteiligen, dass sie sich engagieren. Wir hingegen gehen politisch gesehen davon aus, dass ein Ausländer, eine Ausländerin sich aus allen politischen Geschäften raushält, um sich dann nach 10 oder 12 Jahren einbürgern zu lassen und dann sozusagen die Rolle zu drehen und die Rolle eines engagierten Bürgers, einer engagierten Bürgerin zu spielen. Offensichtlich herrscht ein bisschen die Auffassung, das Engagement würde dann bei der Übergabe des roten Passes vom Himmel fallen, wie die Gesetzestafeln bei Moses. Doch die Vorstellung, ein Jahrzehnt abstinent zu sein und danach voller Begeisterung politisch zu partizipieren, ist wahrscheinlich etwas naiv. Ein solches Engagement muss reifen wie ein guter Schweizer Käse, das braucht seine Zeit. In der Forschung zu eben Citizenship oder Bürgerschaft gibt es deshalb eine intensive Debatte über die verschiedenen Formen der Bürgerschaft, die man eben überstaatlich denkt. Man redet etwa von einer globalen, von einer transnationalen oder von einer kosmopolitischen Bürgerschaft in der Literatur. Und diese Formen von Bürgerschaft, das heißt eben, jedes einzelne Subjekt versteht Bürgerschaft nicht als etwas, das einem gegeben wird, sondern als eine soziale Praxis, durch welche das Individuum oder auch einzelne Gruppen ihr Recht behaupten können, ihr Recht vielleicht auch erkämpfen müssen, ihr Recht auch wieder verlieren können. Das sind einerseits sehr bewusste Handlungen, bürgerschaftliche, man tut sich zusammen in irgendeiner Form, aber es sind auch habituelle Praktiken, ganz gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen, die hier eine Rolle spielen, denn ganz vieles, was eben politisch läuft, was im Alltag läuft, das sitzt sozusagen in den Menschen drin, das tut man einfach, man verhält sich entsprechend. Also diese Sicht auf Partizipation, auf Bürgerschaft ist eben nicht eine statische, sondern eine dynamische. Sie wird sozusagen praxeologisch gedacht, kommt aus der täglichen Praxis heraus. Deshalb spricht man in der Literatur auch ab und zu von Doing Citizenship. Also Bürgerschaft nicht haben, sondern sozusagen sie aktiv ausüben. Schauen wir nun die einzelnen Ebenen an. Dann spielen die Städte hier eine wichtige Rolle. Städte sind, wie gesagt, Orte von vielfältiger Durchmischung. Wie kann man an einem solchen Ort überhaupt Zugehörigkeit herstellen oder verändern? Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Man wird Mitglied in Vereinen, man arbeitet in Institutionen, man tut mit in Kommissionen.
Was viele nicht wissen, in ganz vielen Kommissionen gibt es keine Regeln bezüglich der staatsbürgerlichen Zugehörigkeit. Nur wissen das viele nicht aus zwei Gründen. Einerseits sind vielen Menschen diese Prozesse, die hier herkommen, diese Prozesse nicht bekannt. Und auf der anderen Seite sind wir auch etwas faul im Erklären dieser Prozesse, weil wir sie als so selbstverständlich anschauen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass andere das nicht kennen würden. Wenn man aber die verschiedenen politischen Praxen in unterschiedlichen Ländern und Kulturen anschaut, sieht man eben, dass das, was wir als selbstverständlich anschauen, etwas ist, das lange eingeübt wird, das unser ganzes Leben sozusagen mitbestimmt von klein auf, so dass wir in diese Rollen hineinwachsen, während jemand, der aus einer ganz anderen Gesellschaft kommt, das alles nicht kennt. Wir gehen auch davon aus, die Leute können sich informieren, also es gibt eine Holschuld sozusagen, aber vielleicht gibt es von uns aus gesehen, von den Einheimischen, von den Bürgerinnen und Bürgern aus gesehen, eben auch eine Art Bringschuld. Und die Urban Citizenship, die urbane Bürgerschaft, ist etwas, das in den letzten Jahren in der Literatur sehr intensiv untersucht worden ist, weil man eben gesehen hat, dass gerade in migrantischen, heute spricht man zum Teil auch von postmigrantischen Städten, das Engagement von ganz vielen eben eine zentrale Rolle spielt, ohne dass irgendjemand danach fragt, ob die jetzt Bürger oder Bürgerin sind oder nicht, in Initiativen, in Quartierorganisationen, in ganz unterschiedlicher Weise. Es gibt aber auch eine formale Ebene dieser Urban Citizenship, die kommt in der Schweiz jetzt erst gerade in die Diskussion, die ist aber sehr intensiv in den USA. New York zum Beispiel hat eine sogenannte städtische Identitätskarte eingeführt, die Staaten alle abgibt, die in dieser Stadt leben, völlig unabhängig vom Status, also auch an Menschen, die illegal dort leben, um eben sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu einigen essentiellen Bedürfnissen haben. Erstens mal in der Kommunikation mit den Behörden, zweitens in der Gesundheitsversorgung, drittens aber nur schon bei der Eröffnung eines Bankkontos, weil man das häufig in anderen, wenn man gar keinen Ausweis hat, nicht kann. Und da steckt eben die Idee dahinter, es gibt eine andere Form von Partizipation von Bürgerschaft als die staatliche, weil in diesen städtischen Gesellschaften vielfältige Bedürfnisse vorhanden sind, die man vielleicht auch auf formaler Ebene abdecken muss. Und das geht noch weiter, auch das ist eine Diskussion, die vor allem in den USA geführt wird, über die sogenannten Sanctuary Cities. Das sind Städte, die ganz bewusst zum Beispiel die staatliche Politik der Verfolgung von nicht sogenannten nicht-legalen Eingewanderten, von Sans-Papiers, wie man in der Schweiz sagt, nicht mittragen, weil sie sagen, wir möchten den Menschen, die hier leben, die Möglichkeit geben, einen möglichst normalen Alltag zu leben und zu gestalten. Das heißt, die städtische Bürgerschaft, die geht immer von einer Vielfalt aus. Und das ist der große Unterschied sozusagen zur Ideologie der nationalen Bürgerschaft. Ja. Nein, das ist gar nicht richtig. Oder doch nicht, wo war ich? Ja, genau. In unserer nationalen Vorstellung entsteht Bürgerschaft ja meistens durch die Vorstellung, es gibt bestimmte Gemeinsamkeiten in der Sprache, in der Kultur, in der Herkunft. Also es geht um Einheit und Gemeinsamkeit. Und in den Städten ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. In den Städten geht es immer um Vielfalt und Differenz. Städte sind so, das hat mal jemand gesagt, Städte organisieren das Zusammensein von Fremden. Denn niemand kann sagen, die Menschen hier sind mir alle vertraut. Hier herrscht eben die Vielfalt, hier herrscht die Differenz. Und Urban Citizenship heißt eben genau auf der Basis Differenz Partizipation aushandeln und nicht auf der Basis von Einheit und Einheitlichkeit. Oder wie Hannah Arendt das so schön gesagt hat, es geht darum, das Recht, Rechte zu haben. Das gilt eben für alle Menschen und ist unteilbar. Ich springe jetzt zur nationalen Ebene und bin mir bewusst, das wissen Sie alle, es gibt noch viele Zwischenformen. In der Schweiz sind das natürlich die Kantone, die eine wichtige Rolle spielen.
In anderen Ländern sind das Subregionen, denken Sie etwa an Belgien, denken Sie an Kanada mit verschiedenen föderalistischen Systemen. Also es kommen sofort ganz unterschiedliche Ebenen zusammen, die man anschauen muss, wenn man von Bürgerschaft redet. Auf der nationalen Ebene, Sie kennen alle die Entwicklung, ein Viertel der Menschen hier hat keinen schweizerischen Pass. Mehr als ein Drittel hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Mehr als 40% der Ehen, die geschlossen werden, sind binational. Und auf wirtschaftlicher Ebene ist die Verflechtung ohnehin extrem groß. Man holt alles von den Arbeitskräften bis zum CEO auch dort, wo man es hat, ohne Rücksicht quasi auf die Herkunft. Also das heißt, diese globale Ebene ist auch national eigentlich deutlich spürbar. Und wir spüren das auch in den Lebensstilen der Menschen. Viele sind heute mehr als einem Land verbunden. Zwei oder drei Länder haben soziale, wirtschaftliche, kulturelle Beziehungen zu anderen Ländern, fühlen sich auch an verschiedenen Orten dazugehörig und verankert. Man spricht etwa davon, dass die Menschen multilokal werden oder, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde, ortspolygam. Das heißt, sie bauen sich soziale Netze auf und Beziehungen, die eben über den einzelnen Staat hinausgehen. Die erste Ebene, auch das haben wir schon gehört, wenn wir dann über diese staatliche Ebene diskutieren, ist die Einbürgerung. In der Schweiz und in praktisch allen westlichen Ländern immer noch mit dem sogenannten Jus Sanguinis verbunden, nämlich damit, dass man von der Herkunft her, von der Abstammung her ein Recht hat, eben Schweizer oder Schweizerin zu sein. Wenn man jetzt die Zahlen anschaut, nicht nur die ich vorhin genannt habe, sondern auch andere, dann muss man allerdings sagen, die Hälfte aller Menschen, die heute in der Schweiz leben, haben mindestens einen Großelternteil, der eingewandert ist. Das heißt, dass davon zu träumen, dass das eine Abstammungsgemeinschaft ist, wo die Vorfahren schon beim Lüttichwurt Programme verkauft haben, das ist relativ absurd geworden. Ob das Jus Soli, das die Einwanderungsländer angewendet haben, hier dann eine Lösung bieten, das wäre eine andere Frage. Die Schweiz hat aber immer schon lange Zeit eine ganz andere Politik betrieben. 1914 hatten wir einen Ausländeranteil von 15%, Städte wie Basel etwa 38%. Damals betrug die Wartefrist für die Einbürgerung genau 2 Jahre. Und insbesondere bürgerliche, liberale Politiker haben die Zwangseinbürgerung der zweiten Generation gefordert, weil sie eben demokratietechnisch ein Problem gesehen haben, weil sie eben gefunden haben, es geht nicht, dass so viele Menschen nicht partizipieren an der Gesellschaft. Die zweite Ebene, die ich jetzt nicht groß anspreche, sind die doppelten Staatsbürgerschaften, die wir häufig aus dem Auge verlieren. Es gibt nämlich nicht nur entweder oder, es gibt immer mehr sowohl als auch. Ungefähr ein Viertel der Menschen in der Schweiz besitzt zwei oder mehr Pässe. Also auch das muss uns nachdenken lassen, was wir dann staatspolitisch damit tun. Was könnte man tun? Die eine Möglichkeit, die diskutiert wird, ist all denen, die Bürgerinnen und Bürger sind, aber nicht im Land leben, Parlamentssitze zu geben. In der Schweiz würde das heißen, dass ungefähr die Auslandschweizer ungefähr die viertgrößte Macht im Parlament wären. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das wäre eine völlig andere politische Zusammensetzung. Die zweite Lösung wäre, dass man eben auch den Ausländern und Ausländerinnen eine bestimmte Anzahl von Sitzen im Parlament zugesteht. Das ist völlig klar, das sind beides Dinge, die wir politisch momentan nicht diskutieren müssen. Die dritte Ebene, die ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die supranationale Ebene. Und auch da geht es nicht nur um die politischen Rechte, aber die wären sicher auch auszubauen. Die EU kennt die Europäische Bürgerinitiative. Das ist in unserem Verständnis eher eine Petition und ist sicher noch nicht genügend für politische Partizipation. Aber an dieser Ebene müsste intensiv gearbeitet werden bei der globalen Verflechtung. Auf der Ebene der Rechte, auf der Ebene der Parlamente, auf der Ebene der Regierungen und auch auf der Ebene der Rechtsprechung. Auch hier gibt es Modelle. Könnte man
zum Beispiel gegenseitige Einsitznahmen in Parlamenten in einer bestimmten Größe zulassen, um immer die Stimme der Nachbarn dabei zu haben. Und natürlich wäre auch die Herausbildung einer supranationalen Zivilgesellschaft hier etwas Zentrales. Warum sollen wir das alles tun? Es gibt pragmatische Gründe. Eine Gesellschaft, die partizipativ ist, funktioniert in der Regel besser als eine nicht partizipative. Ich glaube, davon muss man Demokratien nicht unbedingt überzeugen. Es gibt auch eine demokratietheoretische Begründung. Wie lange ist eine Demokratie? Bis 25% Ausschluss, bis 30% Ausschluss, bis 50% Ausschluss. Wann kehrt sich das? Es gibt keine Untersuchungen dazu, aber es wäre eine spannende Frage. Und es wäre sicher wichtig, dass wir die demokratische Partizipation deshalb eben weiterentwickeln würden, auf verschiedenen Ebenen. Entweder, dass einzelne Menschen die Möglichkeit haben, ihren Lebensstil, ihre Lebensform gemäß in zwei oder mehr Staaten zu partizipieren. Das kennen wir heute bereits, allerdings in einem kleinen Ausmaß. Oder wir weiten aus, dass Gruppen partizipieren können, die bisher eben nicht partizipiert haben, eben zum Beispiel die Ausländer und Ausländerinnen. Und dritte Ebene, Partizipation in supranationalen Gremien über nationalstaatliche Grenzen hinweg, sozusagen eben, ob das eine europäische Ebene ist, eine Nachbarschaftsebene, eine regionale Ebene, das könnte man natürlich diskutieren. Und Sie werden mir jetzt am Schluss alle sagen, ja, das sind alles Utopien, die sind momentan politisch nicht durchzusetzen, das ist wahr. Aber wenn Sie das vergleichen mit der Utopie der Schweizer Politiker um 1848, die in einem Europa, in dem es überhaupt keine Demokratie gab, eine Demokratie installiert haben, dann glaube ich, dass die noch etwas utopistischer waren, als wir es heute sind. Und dass wir eigentlich diese Idee quasi der Ausweitung der Partizipation analog zur Ausweitung sozusagen der Grenzen, zur Öffnung der Grenzen weitertragen müssten, auch wenn wir alle wissen, dass dies keine einfache Aufgabe sein wird und dass wir nur einzelne Elemente davon vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben werden. Herzlichen Dank.